Hallöchen, meine Käsekitzen, und willkommen zu einer neuen Folge von Nixumon Extension. Ich habe jetzt auf Screen noch ein bisschen die Viecher trainiert, dass sie hier so alle so ein bisschen auf Level 48 sind. Und ja. Und dann gehen wir mal weiter und machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich hier. So. Wir haben noch zwei, drei zur Verfügung und wir nehmen natürlich das nächstgelegene und das ist Eis. Wasser. Entschuldigung, Eis gibt's ja nicht. Und da kommt Astroid zum Einsatz. Boah. Hm, der Tyrann des Eises mochte uns nie wirklich. Keine Ahnung, wie wir sie überzeugen sollen. Wie auch immer, ihre Seele sollte im alten Turm in der eisigen Tundra sein. Brechen wir auf? Ja. Laut Tequila wurde der Tyrann des Eises irgendwann diesen Turm besiegt. Deshalb sollten wir nach dem Norden aufbrechen. Bup, bup, bup. Gut, im Norden aufbrechen. Dann tun wir dieses. Tränke habe ich mir im Übrigen auch geholt. Oh. Hey, komm zurück. Hey, bist du nicht auch ein Abtrünniger? Warte, an den erinnere ich mich. Sie wurde von Edward freigelassen. Das heißt, du bist immer noch ein Gildenthema. Könntest du uns kurz helfen? Atlanta, die Abtrünnige des Eises, gerade auf dem Weg nach Norden zum Turm. Würdest du sie für uns fangen? Das sollte für einen Goldthema kein Problem sein, insbesondere nachdem sie ihren Tyranten verloren hat. Tja. Ich muss das nicht für euch tun, nur weil ihr nicht fähig seid. Trottel. Dann gehen wir mal zu Atlanta. Ach nee, dich hätte ich schon. Ups, die Brücke ist kaputt. Müssen wir mal ein bisschen die Löcher ausweichen. Atlanta, hallo. Ich komme. Ups. Jelon, geh mir nicht auf den Zeiger. Ich hab zu tun. Alle, der Turm war doch hier. Aber die Steine lassen wir uns bestimmt nicht entgehen. So, Atlas, wie habt ihr Omnikron besiegt? Der einzige Grund für unseren Sieg war Dina, die ihn verraten hat. Das blauhaarige Mädel war total hoffnungslos. Sie hat Stunden damit verbracht, nur im Kreis, um Grasbüschel zu rennen. Sagt mal, diese Banditen, die wir letztens getroffen sind, auf Omnikrons Seite, oder? Wenn Kitty dann seine Erbin ist, sollten sie dann nicht unsere Verbündeten werden? Ja schon, aber wie sollen wir die Erblinie beweisen? Lasst uns zuerst Nivales Seele finden, sie sollte hier irgendwo sein. Die Musik, wieder so richtig episch. Das sieht doch aus wie diese Nadine. Ich weiß aber jetzt nicht den Namen des Tyranten, wie sie so heißt. Ach so, auch hier sind ja auch welche. Stimmt, hier waren ja auch welche. Da läuft's. Ich glaube, wir sollten sie folgen. Das tun wir jetzt auch. Wenn wir fertig sind hier den ganzen Müll. Dass der ganze Müll uns nicht immer zu unterbricht. Oh! 10 in meinen entzückenden Armen. Elixier, wow. Ja gut, könnte vielleicht helfen. Ja, bitte. Danke. Koral. Koral ist für mich ein Waschmittel. Entweder sie ist hier oder da lang. Aber ich gehe mal hier raus, ne? Kreball. Ach, die Weiterentwicklung von Koral. Nächste Trip. Was sind das für Guys hier?
Wie könnt ihr es wagen, diesen heiligen Ort zu betreten? Dies war die Heimat von König Omnikron, dem wahren Herrscher dieser Welt, dem stärksten Nexomon. Ihr, die Gilde, die Abtrünnigen, die Tyranten, ihr alle entweiht sein Andenken. Omnikron existiert nicht mehr und ihr könnt nichts dagegen tun. Wenn ihr Freaks wirklich die Welt beherrschen wollt, besorgt euch euren eigenen Tyranten oder so. Du Idiot! Die Welt beherrschen, solche schwachen Vorstellungen kämen wir uns nicht hin. Ich versuche nur, sie vom Aussterben zu retten. Ich werde diese Welt beschützen. Ha! Im Ernst? Beschützen vor was, ihr Dummköpfe? Nur der König der Monster kann die natürliche Ordnung des Planeten wiederherstellen, aber keiner der Tyranten kann den Thron übernehmen. Nur Omnikrons Blutlinie kann ihn ersetzen. Dennoch wurde er uns seinen Kindern vor tausend Jahren erschlagen von irgendeinem blauhaarigen Idioten. Omnikron hat keinen lebenden Erben. Sir, das ist das Kind vom Waisenhaus, das Tyrantenei. Kitty, richtig. Du glaubst wohl, dass deine eigenen Tyrannen brüten und diesen Krieg beenden kannst, aber du liegst falsch, so falsch. Handlanger! Ja, übertreibt noch. Zwei Abtrünnige an einem Tag, nicht schlecht. Omnikron, mein Herr, er wäre stolz, er wäre so stolz. Ich schwöre in Omnikrons Namen, bis zu meinem letzten Atemzug werde ich kämpfen. Du hättest mir nicht hierher folgen sollen, Kitty. Zack, jetzt müssen wir zusammenarbeiten, wenn wir entkommen wollen. Doppelkampf? Ich glaube, sowas gibt's hier, glaube nicht. Gibt's sowas? Oh, ich dachte, sowas gibt's. Da habe ich mich gefreut. Achso, Zornflut! Nochmal, Zornflut! Wegen mir. Tu, was du nicht lassen kannst. Palmschüttler? Was ist ein Palmschüttler überhaupt? Hm. Naja. Macht nicht sehr viel Schaden. Hä? Ach, das Steinvieh habe ich gar nicht besiegt. Na gut, dann jetzt so. Ich habe jetzt gedacht, ich habe Dings für... Ach nee, wir wollen Bombrio auch mal ein bisschen Spielraum lassen. Ja. Elektrosturm! B, du schläfst ein. Danke. Komm nochmal. Elektrosturm! Dann wieder egal, ob du die Biene da hast. Was du kannst, kann ich auch. Elektrokraft! Komm. Die Schlange schaffst du ja wohl. Gib nicht deine Deckung auf, Kitty. Dieser Mann, er war mal Gildenleiter, noch vor Amelie. Was? Die Gilde, so ein Witz. Diese rückgratlosen, wertlosen Feiglinge. Sie haben mich verstoßen, als ich vorgeschlagen habe, Omnikrom zurückzuholen. Dabei war ich der Einzige, der die Wahrheit hinter diesem sinnlosen Krieg gesehen hat. Diese Idioten glauben wirklich, dass Vardus den allmächtigen Omnikrom zu ersetzen. Vardus ist noch nicht mein Nexomon. Vardus ist ein Fehlschlag unter allen Versagern. Amelie ist ein dummes, hilfloses wahnhaftes kleines Mädchen. Aber wie auch immer, ich werde diese Welt persönlich retten. Ich werde alles für diesen Planeten tun. Hm, man sieht's. Finde ich aber schön, dass man hier nicht gleich immer zu geheilt wird. Also das war ja bei Pokémon ja sehr. Das war auch nervig, aber... Aber ist ja nicht so, dass ich ihn... Komm. Das ist aber ein cooles... Tore ist aber ein cooles, süßes Ding. Das hätte ich auch gerne. Wo kriegt man das? Ah, ich weiß noch nicht, das Psychovieh. Ich wollte Improvion.
Kannst du es verbrennen? Warum solltest du das? Was solltest du wohl gerne? Astrid, komm! Junge, können wir auch mal nicht wechseln immer zu? Das ist dann irgendwann langweilig. Mal verbrennen tut's nicht. Warum tut mir das nicht immer der Gefalle? Wehe. Es heilt sich. Das ist nicht gut. Also ich glaube, es heilt sich. Du gehst mir auf den Sack. Das war jetzt dein stärkster Angriff. Zornflut! Ach, das kriege ich auch so, ey. Oh, nee, das ist wieder Herstellung gewesen. Kriegst du das hin? Oder auch nicht? Einok, ich brauche dich noch. Er wechselt immer zu seinem blödes Pflanzenvieh ein. Vielleicht nicht mehr. Ja, jetzt brauchst du es ja nicht mehr verbrennen. Romeo ist auch so fix und fertig. Oh, ist aber der Einzige, den ich noch nehmen kann, ja. Ja. Gib mir mal wieder. Ja, toll. Romeo, du musst mal ganz kurz eine Blockade machen. Danke. Dass ich Dings heilen kann. Einok. Danke. Bitte halt durch. Danke. Episch. Los. Feuer frei. Los, nochmal. Wissen, ich mach noch. Kriegen wir das hin, dass wir die Augen einfrieren können? Ich will den einfrieren. Ja, er ist eingefroren. Gut. Kann ich Dings noch heilen? Einok, weil ich brauche die nämlich gleich. Und jetzt nehmen wir Lutundrox rein. Gut, er ist immer noch eingefroren. Nochmal Zügegisier. Ah, jetzt ist er aufgetaut. Aber egal. Das ist... Schafft er das noch einmal? Ja, schafft er. Er hat sogar einen kritischen Treffer. Super. Sollte nicht eigentlich immer diesen Gasier nehmen, aber das ist bislang die stärkste Attacke, die er hat. Das wird ins Auge gehen. Danke. Dass du dich geopfert hast. Windsturm. Mach's weg. So. Windsturm. Komm, mach's weg. Das kannst du nicht wegmachen, das muss Heinoch machen. Zornflut! Heinoch, mit deiner Kraft müssen wir mal noch ein wenig sprechen, das ist nicht gut. So, haben alle mal mitgekämpft. Heinoch allein schon Level 49. Nasenattacke. Warum sollte ich mir so... Ja, die hat nur 25 Angriff. Ich bitte dich. Nein, 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 nein. Wir werden nicht aufhören, bis diese Welt gerettet ist.
Ach, diese Trottel sind wirklich hartnäckig. Hey, Kind, nutz eine deiner Kräfte oder so. Kräfte, was für Kräfte? Du hast sie angefroren. Wie ist das möglich? Du bist kein Mensch, aber... Was ist da fast, Loser? Dieses Kind ist Omikrons Nachkomme. Sie ist die Tochter von Nara. Omnikrums Erbin? Wie kannst du es wagen, einen solchen Insel zu verzampfen? Omnikrons hatte keine Enkel. Das steht nicht in den Büchern. Für solche Lügen werdet ihr bezahlen. Lass ihn gehen, Kitty. Dieser Mann ist gefährlich. Schätz dich glücklich, dass diese Gilde seine Armee besiegt hat. Nun, was macht ihr hier? Nival ist wiederbeleben, also war dieser ganze Tochter von Nara-Sache kein Witz, wow. Wirst du uns Nivales rekrutieren lassen, um gegen Vardas zu kämpfen? Wenn ihr Nivales unbedingt erreichen wollt, nehmt diesen Schlüssel. Er gehört zu einer der Kammern in diesem Turm. Mach was auch immer du willst, schätze ich. Ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Sicher habe ich nichts dagegen, Nivales wiederzusehen. Und danke für die Unterstützung, Kitty. Achso, hier kommen wir nicht weiter. Team ist ausgenockt. Da müssen wir mal noch was schnell machen. Ah, hier ist doch ein Heilstein. Hier ist ein Heilstein. Team? Gut, ihr seid wieder auf der Höhe. Achso, hier, ne? Hier müssen wir hin. Das ist die Kammer. Ich hasse Eisrätsel. Nein, das war's nicht. Das war's immer noch nicht. Ja. Es könnte sich nur um Stunden dauern. Es kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Ich hasse Eisrätsel, habe ich das schon gesagt? Können wir ja nur noch zurück hier hin? Ja, toll. Wow. Naja, was soll's. Machen wir es mal hier. Hier sind ein paar Steine, die können wir mitnehmen. Wir erkunden ja immer gerne alles. Aber hier wollte ich eigentlich nicht hin. Oder kommt man hier auch hin? Ich weiß es nicht. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Verdammt! Ich will hier weg. Danke. Nein, da wollte ich nicht hin. Hui. Ach, danke. Achso, da kommt man wieder nur zurück. Okay. Konzentration. Da komme ich nur da lang. Wenn ich hier hingehe? Nee, da komme ich auch nur da wieder hin. Ach nee, da bin ich da hinten. Upsala. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Eisrätsel liebe? Ich muss hier irgendwie in die Mitte kommen. Und von da aus muss ich hin. Oh, ich hasse Eisrätsel. Vor allen Dingen so ein blödes. Wie habe ich denn das eben hinbekommen?
So, nee. So. Wenn ich jetzt hier hin mache, dann komme ich hier hin. Da komme ich auch wieder nur dahin. Huch, das war jetzt falsch gedrückt. Kann ich nicht hier irgendwie. Das ist sowas von doof hier. Ich hasse diese Rutschrätsel, die sind so ekelhaft. Dauern immer ewig und 3 Tage. So, da bin ich jetzt wieder am Anfang. Wow. Das hat mir jetzt sehr viel gebracht. Wie komme ich jetzt dort in die Mitte? Ich muss ich doch von oben her andere. Vielleicht so. Ah, aha, doch so. Alles ist lange genug gedauert. So, dann gehen wir mal zu Nevalis. Okay, hier sind wir richtig. Das ist Nevalis Seele. Nutze deine Kraft, um ihn zurückzubringen, Kitty. Nivalis, stehe wieder auf. Komm zu mir. Du willst einen Krieg gegen den unbesiegbaren Vardos führen? Und du bist all diesen Weg gekommen, um mich für so ein hoffnungsloses Unterfangen zu rekrutieren? Wir können es schaffen, wenn wir alle Tyranten versammeln, können wir gewinnen. Das mag wahr sein. Ich möchte mich an diesen Dingen rächen. Und mit dir könnte ich Erfolg haben, Kitty. Eventuell werde ich dir helfen, aber nur, wenn du alle anderen Tyranten rekrutierst. Meine Güte, ich kann meinen Augen nicht trauen. Geht dir die Kraft, Leben zu kontrollieren? Du bist wirklich die Tochter von Nara. Du, die wahre Erbin von Omnigron. Und ich habe die ganze Zeit versucht die ganze Zeit, dich selbst zu beseitigen. Vergib mir, Kitty. Wie konnte ich nur so blind sein, so dumm? Die künftige Königin der Monster direkt vor mir. Genau, knie dich nieder, Kitty. Ich werde dir dienen. Ich werde dir dienen. Kannst du aufhören zu schreien? Meine Handlanger und ich werden auf deiner Seite sein bis zum Ende der Tage, Kitty. Egal was du willst, wir werden dir helfen. Die Gilde hat den Großteil meiner Leute erschlagen, aber wir können uns die immer noch als nützlich erweisen. Bitte. Nun, wir suchen noch einen Weg in die Hauptstadt zu uns zu schleichen. In die Hauptstadt. Schleichen? Ja, selbst mit allen Tyrannen könnten wir nicht einfach durch die Tore spazieren. Hunderte von Tamer würden uns aufhalten, noch bevor wir Vardos überhaupt erreichen können. Natürlich, ja. Sehr gut. Ich und meine Leute werden einen Weg finden, unbemerkt in die Gilde zu kommen. Wenn du alle Tyrannen bei dir hast, werden wir einen perfekten Angriffsplan haben. Amelie wird uns nicht sehen. Komm, ich werde dich nicht enttäuschen, Kitty, meine Königin. Wir haben es geschafft, Nivalis wird uns helfen. Jetzt müssen wir uns um die anderen Tyranten kümmern. Zurück zu Tikala, dann können wir uns die nächsten Tyranten aussuchen. Jawohl. Ach ja, jedes Mal wieder aufs Neue sind wir hier. So, 3 haben wir. Ich glaube, 2 fehlen noch. Wenn ich mich nicht irre. Tikala. Die Karte haben wir ja eigentlich auch theoretisch 4, aber.
Ja. Gut, das war's erstmal für diese Folge von Nexomon Extinction. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir den nächsten Tyranten. Ich glaube, das ist dann Bolzen, heißt der Glaube. Der komische Elektro-Tyrant da. Naja, egal. Ich sag dann erstmal Ciao und Miau und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.